Was machst du? Was machst du? Gecko, warum prügelst du dich? Was machst du? Hey, Catboy, das ist sehr gefährlich. Ich verstehe nicht, warum es so viele von ihnen gibt. Verstehe ich. Das sind Klone. Die muss man einfangen, sonst zerstören sie die ganze Stadt. Ah, Hilfe! Gefangen. Auch dich habe ich gefangen. Hopp. Jetzt habe ich alle unter Schloss und Riegel. Das muss das Werk Romeos sein. Ich muss ihn finden. Und da ist er ja auch schon. Mal sehen, ob der letzte Klon gelungen ist. Miau! 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 Lauf, lauf, so ganz ohne Beine. Er hat die Pyjama-Helden geklont. Aber das ist ihm nicht gelungen. Catboy, ich brauche deine Hilfe. Catboy, Romeo hat euch geklont. Das gibt's doch nicht. Wie ist das möglich? Offensichtlich ist das möglich. Seht mal. Oh, wir müssen ihn aufhalten. Ich glaube, ich habe einen Plan. Die Spraymaschine ist fertig. Leute, lenkt ihr Romeo ab? Und ich kümmere mich um sie. Was ist das? Hat geklappt. Aha, gleich kriegt ihr was zu sehen. Monster, komm aus dem Käfig.
Zuerst müssen wir diese Lampe ausmachen. Aha. Geschmolzen. Das gibt's doch nicht. Schon wieder dieser Michael. Wir werden uns noch wiedersehen, Pyjama-Helden. Gut gemacht, Pyjama-Helden. Ohne euch hätte ich das nicht geschafft. Ich habe meine Bohrmaschine in ein super tolles Lasergerät verwandelt. Jetzt muss ich es testen. Oh, ist das spannend? Lass nicht los. Jetzt habe ich dich. Na warte, was soll denn das? Hey! Oh, ist das spannend. Freunde, ich bin zurück. Genau zur rechten Zeit, Gecko. Was ist denn mit mir passiert? Ich kann nicht aufstehen. Ich bin ja aus Plüsch. Freunde, ich kann nicht mehr stehen. Gecko, was ist denn los? Ha, Eulette, jetzt bist du dran. Eulette, helf mir auf. Ich kann nicht. Die Füße sind so weich. Meine auch. Oh je. Was ist denn los? Was ist denn jetzt los? Was ist mit uns passiert? Jetzt seid ihr nur noch Plüschtiere, keine Superhelden. Freunde, versucht aufzustehen. Es klappt nicht. Romeo, haut ab. Wir müssen was unternehmen. Ich passe ja gar nicht rein. Wie soll ich ihn denn fangen, wenn ich gar nicht stehen kann? Freunde, ich kann aber fliegen. Na warte, Romeo. Oh, ich glaube, sie hat ihn. Komm mit, Romeo. Was hast du mit mir gemacht? Ich kann nicht aufstehen. Oh, das gibt's doch gar nicht. Romeo, wir gehen ins Labor. Du musst uns wieder zurückverwandeln. Aber ich weiß doch überhaupt nicht, wie das gehen soll. Catboy, ich glaube, damit hat er uns verwandelt. Was ist das denn für ein Knopf? Cool, ich kann stehen. Du hast mich zurückverwandelt, Gecko. Jetzt bin ich dran. Es hat funktioniert. Super. Eulette, komm zurück. Wir brauchen dich nicht mehr.